In diesem dreiteiligen Video geht es um den Nocta Fourscore. Im ersten Teil des Videos zeige ich euch jetzt einfach mal nur den Detektor. Wie der Detektor verarbeitet ist, was der wiegt und die Maße. Im zweiten Teil zeige ich dann die Settings und im dritten Teil mache ich einen Tiefentest mit dem Detektor. Also als erstes Mal packe ich mal die Tasche aus. Die kriegt man dazu. Mir den geholt bei International Detector Center. Den habe ich Mittwoch bestellt. Dann war der Freitag früh schon da. Das ist die deutsche Bedienungsanleitung dazu. Dabei ist eine Gebrauchsanweisung, so ein Infoblatt und eine CD. Ich habe mir den Detektor auch schon gesondelt und den ausführlich getestet. Deswegen ist es halt ein bisschen dreckig und nicht so eingepackt, wie man das vom Händler bekommt. Und ich werde jetzt einfach mal die einzelnen Komponenten in dem Video hier zeigen. Es geht hier wirklich nur um den Detektor, die Stängel, den Griff, die Einheit, Spulen und die Tasche. Ich fange jetzt einfach mal an, packe hier oben aus dieser separaten Spulentasche mal die große Spule aus. Das ist hier die große Spule, 33,5 in der Breite. An der längsten Stelle sind das ungefähr 40 cm. So sieht der Stecker aus. Und die Spulen werden mit Schutzkappe geliefert. Das ist automatisch bei Nocta immer mit dabei. Die Schutzkappen gehen total leicht ab. Also was heißt total leicht? Also man verliert die jetzt beim Sondeln nicht. Ist mir jetzt nicht passiert. Die sitzen eigentlich recht gut. Aber was man zur Verarbeitung sagen muss, dieser Schutzkappen ist, dass die eher labil verarbeitet sind. Sehr biegsam und leicht. So sehen die Spulen von unten aus. Ganz gut verarbeitet. Bisschen komisch hier an manchen Stellen. Die Kabellängen habe ich schon mal vorgemessen. Das sind ca. 1,50 Meter Kabellänge pro Spule. Und hier haben wir wieder dasselbe. Die Schutzkappen gehen easy ab. Wenn man reinigen will, geht das total schnell. Auch hier ist die Verarbeitung wieder ganz gut. Könnte da jetzt nichts erkennen, was irgendwie schlecht ist. Sieht man so ein paar Luftbläschen. Das ist nicht weiter schlimm. Und so leicht wie man sie abkriegt, kriegt man sie auch wieder ran. Fest. Der Unterschied zu anderen Spulen ist auch hier in der Befestigung zu sehen. Diese Löcher hier, die sind größer als die zum Beispiel von einem Fischer F75. Die Schrauben, die hier zu sind, die sind auch viel dicker. So viel allgemein erstmal zu den Spulen. Dazu kommen wir später nochmal. Zu dieser Einheit kann man sagen, dass sich hier hinten die Buchse befindet. Hier befindet sich ein Stecker für die Kopfhörer, den man wasserdicht mit diesen Gumminoppen abschließen kann. Hier befindet sich der Aus- und Einschalter. Da kommen 4 AA-Batterien rein. Standardmäßig waren dabei 4 aufladbare Batterien vom Hersteller mitgesendet. Die hatten 2100 mA. Hier befindet sich der Ground Tracking Button für An und Aus. Hier wird das Griffstück befestigt. Hier wird die Sonde befestigt, das Coil. Das ganze Ding hier ist solide verarbeitet aus hartem Plastik. Da wackelt nichts, da klappert nichts. Hier oben ist eine Befestigungsschiene, da wird das dann befestigt. Kommen wir zum Gestänge ganz schnell. Das sind die Fixierungsringe, damit ihr Stängel dann, zeigt das mal eben. Diese Noppen hier sind auch ziemlich lang. Und wenn man das jetzt hier festdreht, ist das wirklich richtig fest. Also da wackelt nichts, da klappert nichts. Ich habe ja damit auch schon gesondelt und das ist wirklich alles robust, solide. Das Hauptgriffstück, das ist auch wieder solide, gut verarbeitet und lässt sich wirklich gut greifen. Es gibt allerdings ein paar Sachen zu bemängeln, die möchte ich jetzt einfach mal ganz schnell zeigen. Zum ersten hier kann man eine Lücke erkennen. Da wurde das nicht richtig verarbeitet. Ist nicht weiter schlimm. Viel schlimmer finde ich, dass hier vorne der Knopf komplett Lücken hat. Und es gibt noch einen Neoprenschutz dazu, den zeige ich gleich noch. Wenn man den hier drüber zieht, ist das ganze regengeschützt, aber der Knopf liegt komplett frei. Und wenn man pinpointet, kommt hier sicherlich mit der Zeit Dreck drin. Und dann wird eventuell der Knopf früher oder später nicht mehr funktionieren. Ist jetzt meine Vermutung. Beim Nocta Force Relic und bei den Nocta Force Gold haben die den Knopf hier schon ersetzt mit so einem Knopf. Warum sie das nicht bei den neuen Modellen von den Forcecore gemacht haben, weiß ich nicht. Ich finde es schade, weil ich hätte mir gewünscht, dass dieser Knopf auch hier vorne dran ist, zum Pinpointen. Die Armlehne, da gibt es auch noch was zu bemängeln. Die Armlehne ist wirklich klein und der Durchmesser hier von Schaum zu Schaum beträgt gerade mal 8,5 cm.
könnte zum Problem werden für Leute mit dicken Armen, dass die hier drinnen gar nicht mehr reinpassen bei 8,5 cm. Aber das Band hier oben, das gleicht das wieder aus. Also wenn man das dran hat, ist man da gut drin. Und da gibt es auch natürlich was Positives hierzu zu sagen. Und zwar, dass dieses Griffstück hier, also diese Armlehne, komplett aus Metall ist. Das ist so ein Leichtmetall und das ist hochwertig verarbeitet. Und auch die Schienen hier unten, die sind komplett aus Metall. Auch die Schrauben, die hier verarbeitet wurden, sind aus Metall. Können die also richtig festziehen. Und auch die Muttern, die sind auch schön dick. Die Dinger sind wirklich schön gemacht. Die sind stabil bei meinem Fischer. CZ3D ist mir so ein Ding gebrochen, nur weil ich festgezogen habe. Die Dinger hier machen einen soliden, besseren Eindruck. Auch die Farbe gefällt mir, komplett in Schwarz. Hier haben wir dann jetzt das Kabel, welches dann an die Haupteinheit angeschlossen wird. Gondeleinheit wird dann hier eingeschoben in diese Schiene. Dann kann man das festschrauben, fertig. Das sitzt auch fest, da wackelt nichts. Das ist alles super. Klappern kommt jetzt hier vorne an dem hier, weil nicht fest ist. Keine Stänge dran. Das sind die Schrauben, womit die Spulen befestigt werden. Die sind aus Plastik, aber ziemlich dick. Ich habe mir eine Spule wirklich festgeschraubt und da hat nichts geknackt oder so. Ich muss ja schon sagen, dass bei den Fischerschrauben, die wesentlich dünner sind, mir die ein oder andere schon gebrochen ist, nur allein vom Festschrauben. Zusätzlich bekommt man hier drei von diesen Teilen mit dazu. Die sind dafür da, um das Kabel am Detektor zu befestigen. Man wickelt das Kabel quasi gar nicht mehr um die Stänge, sondern man kann es einfach gerade lassen und fixiert dann das Kabel mit diesen Clips hier. Funktioniert super gut. Wie das genau aussieht, könnt ihr euch im dritten Video angucken, wo ich mit dem Detektor draußen am Sondeln bin. Da habe ich den Detektor nochmal ganz detailliert gezeigt. Wenn man das mitbestellt hat, hat man hier mit dabei diese Neoprenschutzteile. Einmal für das kleine Display und einmal für das große Display bzw. für den Kasten. Und diesen kleinen Neoprenschutz, den kann man hier drüber ziehen. Damit man auch mal bei Regen oder Niesel sondeln kann. Und das finde ich wirklich gut. Wenn man das festzieht, ist das fest. Man kann den Groundbalance-Knopf gut erreichen. Display ist gut zu sehen. Habt ihr ja alle schon getestet draußen. Hier aber jetzt der Kritikpunkt. Der Pinpoint-Knopf liegt komplett frei. Wieso haben die nicht auch hier so ein bisschen was Schutzmäßig dran gemacht, damit hier kein Dreck drin kommt? Ich muss mir dann selber was bauen. Vielleicht so ein bisschen Tarnband rumwickeln oder so. Was den Knopf jetzt vor Dreck schützt, weil der liegt wirklich offen. Da sind Lücken, da kann der ganze Sand mit der Zeit sich sammeln. Der Lichtschaltknopf ist hier drinnen jetzt versteckt irgendwo und am Neopren. Man kann den noch erreichen, ein bisschen die Fummel. Bringt aber nicht viel, weil die Leuchtdiode komplett vom Neoprenschutz verdeckt wird. Diese LED, die macht einen sehr unscheinbaren Eindruck, aber wenn man die erstmal im Dunkeln einschaltet, wird man schnell merken, dass die wirklich nicht schlecht ist. Allein schon, wenn ich mal was gefunden habe, konnte ich mir das im Dunkeln einfach mal so betrachten. Und die leuchtet halt auch um die Spule wirklich eine schöne Fläche aus. Und das würde ich mir halt öfters wünschen bei Detektoren, dass da irgendwie so kleine Zusatzsachen eingebaut sind. Jetzt schneidet ihr Gewicht der einzelnen Komponenten. Die große Spule wiegt 697 Gramm, Standardspule 490 Gramm mit Schutzkappe, Haupteinheit 745 Gramm mit Batterie und das Hauptgriffstück 519 Gramm. Habe den Detektor schon komplett gewogen, komme da auf ganz knappe 2 Kilo, komplett mit Batterien, mit Standardspule, mit Neoprenschutz, 63 cm. Und hier sind wir dann bei 69 cm. Ich habe den Detektor jetzt nochmal komplett gemessen. Die Gesamtlänge des Detektors beträgt genau 1,50 m oder 1,51 m. Von der Spulenbefestigung bis hier hinten hin. Und in der kürzesten Einstellung ist er 1,25 m. Die Schrauben sind so fett und so auf einen Millimeter genau angepasst, dass man die eigentlich gar nicht durchgesteckt kriegt. Man muss die rinschrauben. Und erst dann kann man die durchstecken. Und dann kann man die festschrauben. Man richtig festmachen, da wackelt nichts. Was auch neu ist bei dem Detektor, sind nicht nur diese Clips hier, die Lampe hier,
sondern der hat auch eine Vibrationsfunktion im Griff. Das heißt, für Leute, die zum Beispiel gehörschädigt sind oder nichts hören, die können sich komplett nur an der Vibration orientieren, die hier im Griff stattfindet. Oder wenn man einfach nur mal im Dunkeln leise, unsichtbar sondeln will oder überhaupt ohne Ton sondeln will und ohne Kopfhörer, komplett geräuschlos, dann kann man den Ton komplett ausmachen, die Beleuchtung komplett ausmachen und sich nur anhand der Vibration orientieren. Ich habe das schon ausprobiert und das funktioniert wirklich gut. Vibration da drinne, die ist quasi so gemacht, dass sich die Signale in Vibration umwandeln. Und das geht von ganz leicht los bis stärkere Schwingungen. Ich werde das jetzt mal zeigen und mal den Sound zeigen und einfach mal ein bisschen pinpointen mit Vibration. Dazu habe ich jetzt einfach mal die Kamera ganz nah an den Griff ran gemacht und werde jetzt mal ganz leise sein und ein bisschen Metall an den Detektor dran bewegen. Man kann hören, dass er jetzt schon ganz leicht vibriert durch die Störgeräusche hier in der Wohnung. Ich werde diese 20 Cent Stück einfach jetzt mal vor der Sonne schwingen. Jetzt halte ich mal das 10 Cent Stück an die Sonne ran. Und jetzt werde ich mal die Pinpoint-Funktion aktivieren und einfach mal die 10 Cent pinpointen. So, das reicht erstmal. Das ist wirklich eine Erneuerung und eine Innovation. Und ich finde es gut, dass die mal so was Neues auch auf den Markt bringen und was sich wagen, was andere Firmen sich noch nicht getraut haben. Und denke, dass Nocta da in Zukunft auch noch andere, neuere Ideen mitbringen wird. Und das war dann jetzt mit dem Hardware-Video. Im nächsten Video die Settings zu der Sondeleinheit und im dritten Video dann draußen am Acker Test mit verschiedenen Gegenständen, einen Tiefentest, einen Erdtest, wie tief kann der Detektor gehen und wie gut ist der? Kommen wir noch mal ganz kurz zum Schluss zu der Tasche, die Nocta da mit ihr geschickt hat. Anfangs habe ich gedacht, das ist nichts Besonderes, das ist nur so eine Tasche. Die setze ich sowieso nicht auf. Man muss sich aber mal die Rückseite angucken. Die Tasche kann als Rucksack getragen werden und die Tasche kann wie eine Reisetasche getragen werden. Ich habe mir gedacht, ich probiere einfach mal aus, was da alle drin passt. Und dann habe ich da den Detektor drin gestopft und alle Zubehör, was ich brauche. Dann habe ich hier oben noch Sonden drin gestopft, also die große Spule, die mittlere Spule. Dann habe ich hier noch zu trinken, zu essen, eine Ersatzjacke, meine Fundtasche, Pinpointer, mein Grabungsmesser und mein Spaten drin gepackt. Und es hat alles wunderbar gepasst. So viel habe ich noch nicht mal in meinen Rucksack drin gekriegt. Und da würde noch mehr drin passen, wenn man sich das richtig einpackt. Und von der Verarbeitung, von den Reißverschlüssen, von der Wasserabweisung ist die Tasche gut. Die kann ich in Zukunft als meine neue Sondeltasche verwenden. Die trägt sich auch sehr bequem und der Detektor ist da drin wirklich gut verpackt.